Bedeutendes Treffen in Kiew. Am Dienstag sind die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien mit dem Zug ins umkämpfte Kiew gereist. Bei dem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sicherten sie der Ukraine ihre Solidarität im Krieg gegen Russland zu. Wir werden an eurer Seite sein, denn wir wissen, dass ihr nicht nur für eure Freiheit und Sicherheit kämpft, sondern auch für unsere. Polen fordert zudem eine Friedensmission der NATO. Diese solle auf ukrainischem Territorium agieren und humanitäre und friedliche Hilfe leisten. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte jedoch wiederholt, gemeinsam mit US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein militärisches Eingreifen der NATO ausgeschlossen. Antwort auf Zweikampfaufforderung. Nachdem Tesla-Gründer Elon Musk den russischen Präsidenten Wladimir Putin via Twitter zu einem Kampf von Mann zu Mann herausgefordert hatte, reagiert jetzt der Putin-Verbündete und Machthaber in Tschetschenien, Ramzan Kadyrov. In seiner Nachricht rät er Musk, er solle erstmal ein Waffentraining und eine Nahkampfausbildung absolvieren. Putin sieht unsportlich aus, wenn er einen deutlich schwächeren Gegner verprügeln würde. Daher musst du deine Muskeln aufpumpen und von der zarten Ilona zum brutalen Elon werden. Musk änderte daraufhin seinen Twitter-Namen in Elona Musk und antwortete: Danke für das Angebot, aber so ein exzellentes Training würde mir einen zu großen Vorteil verschaffen. Der 50-jährige Tech-Milliardär hat die Ukraine zuletzt massiv unterstützt. Er aktivierte seinen Internetdienst in der Ukraine und schickte Geräte, um die von russischen Angriffen betroffenen Gebiete mit Internet zu versorgen. Doch kein Freedom Day? Eigentlich wollte Deutschland zum 20. März alle weitreichenden Corona-Maßnahmen wie Zugangsbeschränkungen und die Homeoffice-Pflicht abschaffen. Außerdem sollte die Maskenpflicht nur noch im öffentlichen Personenverkehr und in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen gelten. Doch wegen der rekordhohen 7-Tage-Inzidenz von mehr als 1.600 Neuinfektionen wollen die Bundesländer eine Übergangsfrist bis zum 2. April. Am Freitag will der Bundestag über ein neues Infektionsschutzgesetz entscheiden.